So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von RimWorld mit dem Raufelser Rudel. Und das Medieval Longschwert ist hergestellt, ist fertiggestellt. Sehr schön. Aber es gibt ja immer noch einiges zu tun. Ja, die Gestaltung auf alle Fälle haben wir jetzt. Ist jetzt Elektrizität erforscht oder ne? Okay. Gut zu wissen, dass dies nicht der Fall ist. Chili ist hier immer noch beschäftigt mit dem Aufbau des neuen Flügels, des neuen medizinischen bzw. Gefangenentraktes. Das wird natürlich auch noch eine Zeit lang brauchen. Aber wir sollten auch langsam aber sicher die Zimmer fertig machen. Es gibt echt viel zu tun. Also ein Arbeitsmangel wird hier keiner sterben. Speedy überhaupt noch Platz im Lager? Ja, hat er. Raven schläft da auf dem Boden. Das sollte so auch nicht sein. Aber Raven hat auch kein Bett, oder? Nee, hat er auch nicht. Wenn die Zeit wieder ein bisschen vorspulen lassen. Immer Sommer. Chili hat sich wieder vollständig erholt. Voller Tatendrang. Sehr schön. Travis genauso. Help wanted. Nope. Noch nicht. Eine Vorratskapsel. Mit Reis. Nö. Hammer genug brauchen wir nicht. Brennan ist wieder verletzt, hätte ich schon fast gesagt. Oh, das ist nicht gut. Da kommt noch nicht dazu. Das muss man abreißen. So, hier wird wieder aufgefüllt, was das Zeug hält. Ja, Gott sei Dank. Den Gestank hält ja kein Mensch aus. Chili versucht hier wieder unsere Verteidigungsanlagen besser zu machen. Vielleicht brauchen wir in Zukunft auch einen zweiten Baumeister. Ein neuer Rekrut. Herzlich willkommen, Brennan. Yay. Nee. Wo ist er? Hier ist er. Legt sich gleich ins Krankenbettchen. Natürlich. Natürlich darfst du das. Bettruhe ist jetzt nicht unbedingt was, was du brauchst. Kochen solltest du jetzt auch gerade nicht. Wir gucken mal, ob wir dir wirklich, ja, den Bergbau. Den Bergbau. Den Wald. Die Waldarbeit. Und das Bauen auf 3. Wäre das was für ihn? Ich meine, natürlich, das braucht jetzt eine Zeit, bis das der das kann, weil bauen ist ja
Bergbau, ja, da ist er gut. Konstruktionen, ja, 7 ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Und das kann, da kann er Chili unterstützen. Aber ich muss mir jetzt schon langsam die Leute aufschreiben, die dann ins Gefecht ziehen. Oder die den Handel betreiben. Das muss ich mir hier auf dem Blatt Papier aufschreiben. So. Unsere Delegation, ich schreibe mal Delegation hin. Delegation. So. Aus wem soll eine Delegation bestehen? Wir brauchen auf jeden Fall Krieger. So, Zuweisung, Travis. Wir brauchen. Muffin hat auch ein Junges zur Welt gebracht. Jawohl. Wir brauchen viele Sachen jetzt. Wir brauchen wirklich viele Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Hose und ein T-Shirt. Das löst dann wieder eine Kettenreaktion aus. Aber es macht nichts. Da brauchen wir noch ein Langschwert. Wir brauchen eine Plate Armor. Wir brauchen Boots. Wir brauchen Gauntlets. Wir brauchen eine Mask. Wie sieht's eigentlich aus? Wen magst du denn so? Oh. Ja. Das ist schon mal kein guter Start, würde ich mal meinen. Und ich würde auch gerne hier gleich ein paar. Betten machen. Einfach damit die im Betten schlafen. Vielleicht noch eine Fackel reinstellen, damit es nicht so finster wird. Okay, die Delegation, da waren wir. Wir brauchen auf jeden Fall wir brauchen einen Händler. Jetzt ist es halt so, wer ist bei uns Händler? Ich glaube, so sehe ich es am besten, oder? Lalalalalalala. Was ist denn das für ein Wert? Aufsehen? Überzeugen? Nee. Travis, was ist das für ein Wert? Sozial. Warum habe ich denn hier nicht? Aufsehen. Aufsehen, ist das nicht sozial? Fähigkeit sozial. Ja, genau. 12. Da hast du ja 12, oder? Ja, genau. Okay. Travis will ich jetzt eigentlich nicht wegschicken. Weil er eigentlich einer der Hauptcharaktere ist. Büffel wäre einer. Büffel ist unser Koch. Chili wäre einer. Das ist aber unser Handwerker. Odysseus sollte ich eigentlich nicht wegschicken, weil. Ja, wobei. Aber das ist Travis' Frau, also. Und desto besser dieser Wert, desto besser ist es. Ich würde sagen, ich werde die Madame hier hinzufügen. So, dann das auf 2. Dann wird Lechun wird Händlerin sein. Weil die kann auch kämpfen, oder? Lechun, ja. Das ist die Händlerin. Le. Lechun.
Und dann ist halt die Frage, wir brauchen Krieger. Doch wie viele? Bergbau. Hier hätten wir Anri. Anri, den können wir mitnehmen. Anri. Anri ist ein Krieger. Dann Brennan. Brennan ist auch ein Krieger. Raven aber nicht. Das heißt, da muss ich aufpassen. Brennan ist ein Krieger. Das heißt, die drei. Speedy. Speedy ist eigentlich ein Handwerker. Aber brauchen wir auch nicht. Speedy. Speedy. So, wir haben drei Krieger und eine, also eigentlich vier Krieger, davon ein Händler. Ich glaube, das ist für eine Delegation ausreichend. Wenn wir da mal einen verlieren oder so, das ist jetzt nicht so. Ah, ein Arzt. Lechun ist auch noch Arzt. Jetzt wird's interessant. Ja. Okay. Die darf sich auch selbst heilen. Zuweisung. Wir müssen Raven. Nee, Raven ist. Ist Raven ein Soldat? Ja, natürlich ist Raven ein Soldat. Das ist die Schwester. Das ist die Nahkämpferin. Genau, das ist LeChuns Schwester. Die kann auch mit. Zuweisung. Raven, Soldat. Genau. Brennan, Soldat. Das heißt, dann nehmen wir Raven auch noch mit. Dann hat die Chefin LeChun die Schwester mit bei als Kriegerin. Das sind dann 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Leute habe ich in der Kolonie. Das reicht. Das ist ausreichend und gut. So. Und wir haben Tiere. Ein neues Ferkel, ein Kalb. Ein Muffalo. Das Kalb ist Männchen. Dann wird es wahrscheinlich mit dem Stier bald zu Ende gehen. Aber das macht nichts. Und ein weibliches Muffalo-Kalb. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich aus? Habt ihr genügend Fressen? Ach so. Ach so. Da muss ich was machen jetzt. Weil die Tiere fressen natürlich unseren Tieren das Futter weg. Und das ist uncool. Jetzt muss ich schauen, ob ich das mit Fernkampfwaffen irgendwie hinkrieg. Ich würde mal ja sagen. So, Chili hat es geschafft. Dann werden wir hier Strukturen nochmal eine Sandsteinwand ansetzen. Dann hier auch noch. Hier habe ich gesagt, die Toilette, gell? Das heißt, eigentlich brauche ich hier noch. Oh ne. So, eigentlich kann ich das hier so weiter planen. Die Ecke noch nicht. So. Und so. Und so. Sandstein. Ja, haben wir jetzt auch nicht mehr so viele. Wobei Speedy sollte einfach nur den Sandstein nehmen.
der hier herumliegt. Dann haben wir wieder, ja, ein paar hundert. So, wenn Wahl jetzt auch noch dazu kommt, was ich ja eigentlich, ja, das ist halt, das wäre halt dann der perfekte Anführer des Nahkampf, Fernkampf, dem ist alles scheißegal. Dann ist die Truppe, glaube ich, so weit perfekt. Die Frage ist, warum keiner forscht. Travis ist mit, okay, der ist mit Handwerk beschäftigt. Olysea ist mit Reinigung und Transport beschäftigt, da geht auch nichts. Und dann ist das so, wie es ist. So, was hat er gemacht? Ah, die verstehen sich auch. Das ist nicht schlecht. Besucher. Jawohl. Oh. Das ist nur eine Person. Naja. Naja. Die Boomratten. Ich hasse sie. Warum ich hier immer warte und eins dazwischen lasse, weil sonst ja, bauen sie sich wieder ein wie vorher. Und dann geht da nichts mehr weiter. Da kann ich auch schon einen setzen. Der Zugang zur Krankenstation wird es zwei geben. Es wird einen unten geben und es wird einen oben geben. Nee. Eine Sandsteintür bitte. Na. So. Ein gutes Bett. Kein schlechtes dabei. Interessant. Büffel. Büffel kocht sich auch die Seele aus dem Leib. Aber das kann er jetzt schon ganz schön gut, oder? Naja. Gäbe sicher auch Besseres. Aber das passt schon. Travis, könntest du mal. Wollen wir überhaupt. Nee.
Also lieber andere Sachen machen. Ah ja, wir könnten. Was ist denn das? Lagerzone für Brocken. Brauchen wir die? Ne. Lagerzone für Brocken brauchen wir nicht mehr. Aber wir können den Zaun hier abreißen. Abreißen. Den brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen diesen Zaun nicht mehr. Ja, den Boden im Gefängnis und den müssen wir anders machen. Beziehungsweise wir warten mal ab. Wir warten einfach mal ab. Die Hose und so ist fertig, hat's geheißen. Wo ist das Zeug? Hier haben wir eine Stammeskleidung. Mit der Stammeskleidung. Das bedeutet, wir brauchen noch mal. Mach gleich zwei. Stoff haben wir 170. Das sollte eigentlich funktionieren. Chili. Oh! Jetzt sind wir keine Freunde mehr. Jetzt ist es vorbei. So. Wir werden jetzt den Tieren sagen, bitte alle in den Stall. Alle rein in den Stall. Dann die Beschränkung. Es ist die giftiger Niederschlag. Alle rein. Alle rein. So. Dann Travis, nimm dir den Karabiner. Hierher. Harley, nimm dir das. Chili, nimm dir das. Maverick. Nehmen wir das. Speedy. Naja, Speedy ist verletzt. Lechun. Nehmen wir das. Anri. Ich hoffe, dass das gut geht. Nehmen wir das. Du nimmst dir das. So. Wir alle. Geht jetzt hierher. Wir müssen auch davon laufen können. So. Okay. Einmal geballte Ladung bitte. So, das Tier haut ab. Das ist okay. Wir wollen euch hier nicht haben. Da draußen kann alles verbrennen, was verbrennen zu verbrennen ist. Danke, Leute. Jetzt aber schnell. Weil es brennt ein bisschen. Wo läuft er denn hin?
Scheiße. Zuweisung, nee, Beschränkung. Unbegrenzt. Tiere können auch raus. Ob es jetzt die Tiere fressen oder ob ich es jetzt niederbrenne, ist doch alles Schnee von gestern. So, die ganze Kolonie fast versucht hier das Feuer auszumachen. Ich glaube, es wird auch funktionieren. Zone. Mal schauen, wie die Heimatzone erweitern. Heimat. Oh, das da oben. Ja, macht man das auch noch. Machen wir das auch noch. Oh, jetzt hat es das auch noch zerrissen. Schnell, 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 schnell. Löscht das Muffalo, das Muffalo. Das brennt. Ja, das wird sich nicht selbst löschen können, oder? Ne, das brennt immer mehr. Oh, das arme Muffalo. Nein, was bist du für eins? Gesundheit. Es hat's geschafft. Huh. Das brennende Muffalo. Oh, die Sau probiert ein bisschen vom... Ja, ist auch okay. Vom süßen Nektar dieses Tieres. Natürlich darfst du alles nehmen, was du haben willst. Oh. Naja, kleinere Blessuren und so weiter, die werden ja eigentlich behandelt, eigentlich. Lechun ist die zweite Ärztin, gell? Nicht schlafen. Du musst die Leute behandeln. Madame. Oh, oh. Nein, 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 nein. Puh. Brennan hat gebrannt. Du musst üben. Du musst üben. Nee. Ach so, ja. Zusammenbruch schwer. Schmerzen. Ja. Verbrennungen, ja, das ist alles okay, sage ich mal. Ja. Jetzt noch die beiden. Und dann sind die Räume zumindest schon mal vorbereitet und fertig. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.